2023 war ein fantastisches Jahr für Fujifilm-Fans und Nutzer. Mit der X-H2S und der X-H2 spricht Fujifilm wieder Profis und Hybrid-User an. Und mit der X-T5 landete eine großartige Fotografie-First-Kamera in den Regalen. Ich als Fuji X-T3-User war lange Zeit hin und her gerissen, welche Kamera künftig mit mir auf Fototour geht. Am Ende konnte ich beide Kameras testen und habe meine Entscheidung getroffen. Ganz wichtig, es ist eine reine Gefühlssache. Technisch gesehen sind für mich die Unterschiede der beiden Kameras absolut vernachlässigbar. Beide Kameras lösen mit 40 Megapixel auf und beide haben einen fantastischen Bildstabilisator. Und mit dem Autofokus hatte ich auch bei der X-T3 selten Probleme. Worauf es mir also hauptsächlich ankam, ist das Handling der Kamera. Die X-H2 liegt absolut großartig in meiner Hand. Der tiefere Griff vermittelt einem in jeder Situation ein sicheres Gefühl, wenn man die Kamera einfach mal nur in der Hand trägt. Der Griff der X-T5 ist natürlich nicht vergleichbar. Er kommt wesentlich dezenter und weniger, naja, griffig daher. Ich dachte lange Zeit, dass ich wieder eine richtige Kamera will, also eine mit einem tieferen Griff. Aber irgendwie habe ich mich doch schon ziemlich in das X-T-System verliebt. Es war also Zeit für eine erste Entscheidung. Okay, also nach langem Hin und Her und einer langen Pro- und Kontraliste habe ich mich für die Fujifilm X-T5 entschieden. Kaum war sie da, war ich absolut begeistert. Die Bildqualität ist der Hammer und die Kamera wurde an so vielen Stellen verbessert, dass diese Änderungen definitiv spürbar sind. Unter anderem wurde auch der Griff korrigiert. Dieser ist nun irgendwie griffiger, eckiger und liegt deshalb besser in der Hand. Beim Bedienkonzept hat sich gegenüber meiner Vorgängerin, der X-T3, nicht viel getan. Klar, es gibt die ein oder andere Korrektur und Verbesserung, aber so richtige Welten liegen nicht dazwischen. Eigentlich könnte ich hier Schluss machen und sagen, passt, mit der X-T5 habe ich meine absolute Traumkamera gefunden. Wäre da nicht die Sache mit dem Use Case? 2023 soll mein Content-Jahr werden. Neben vielen Instagram-Posts will ich mich künftig um meinen eigenen YouTube-Kanal kümmern. Es steht also Video auf dem Plan. Moment mal, steht in der Einleitung nicht irgendwas von X-T5 Photography First? Ja, das ist richtig. Für Hybrid-Shooter, also Foto und zugleich Videografen, ist eher die X-H2 oder X-H2S gedacht. Mist, habe ich jetzt doch die falsche Entscheidung getroffen? Durch meinen Job kam ich längere Zeit mit der X-H2 in Berührung und nutze diese als Hybrid-Kamera. Zum einen entstehen Produkt- und Location-Shots mit der Kamera und zum anderen wird mit der Kamera 4K-Content produziert. Die Kamera ist wirklich ein Monster, was diese Schizophrenie angeht. Irgendwie war ich jetzt an dem Punkt, wo ich die X-H2 auch gerne privat genutzt hätte. Ich habe mich aber gegen einen Austausch entschieden. Kleiner Spoiler, dieses Video entsteht mit der Fuji X-T5. Kommen wir einfach mal zu meiner Liebe zum X-T-System. Ich habe mir also keine X-H2 geholt. Die Liebe zum X-T-System ist einfach zu groß. Die außenliegenden Einstellmöglichkeiten, das klassische Design und die etwas kleinere Kamera sind für mich schwerwiegender als zum Beispiel ein fehlendes drehbares Display der EH-Serie. Aber irgendwie musste ich jetzt ja die Kurve zur Videoproduktion bekommen. Ich habe mir deshalb ein Cage für die X-T5 gekauft. Dazu ein großes externes Display, was da oben hängt, welches direkt am Cage befestigt wird und per HDMI an der X-T5 angebunden wird. Letztendlich fängt ein Richtmikrofon bzw. jetzt dieses Rode Wireless Go noch den richtigen Ton ein. Das Ganze habe ich so gebaut, dass sowohl die Kamera im Cage als auch der Cage auf ein Stativ schnell befestigt werden kann. Die ersten Tests mit diesem Setup verliefen wirklich super. Mein Learning für Fuji X-T auf XH-Umsteiger. Ich habe mit den beiden Kameras viel gelernt und auch einiges über meine Art der Fotografie gelernt. Da wäre zum Beispiel die Einstellung der Filmsimulation. Diese sind bei der X-T-Serie einfach über die Buttons verfügbar. Bei der X-H gibt es diese Möglichkeit nicht. Naja, eigentlich schon irgendwie, aber halt anders. Da legt man die Einstellungen einfach auf die Speicher des PASM-Vollrads. Mir gefällt diese Auswahlart eigentlich ziemlich gut und es lassen sich wirklich viele Einstellungen über dieses Vollrad definieren. Ein ganz klares Plus sind für mich die außenliegenden Einstellräder für die Blende, ISO, Belichtungszeit bei der X-T5. Ich habe mich so an diese gewöhnt, dass ich am Anfang echt doof vor der X-H2 saß und nicht wusste, wie ich meine Einstellungen machen muss. Aber nach ein bisschen Eingewöhnung saßen auch diese Handgriffe wieder und ich komme wieder gut mit dieser Art der Einstellung klar.
Trotzdem hat für mich die XT5 hier klar die Nase vorne. Was habe ich mich in das Display der XH1 verliebt? Mit der XH2 wurde dieses fortgeführt und ich habe mich wirklich darauf gefreut, nur um dann zu merken, dass ich es gar nicht nutze. Ich lese meine Einstellungen zu 100% am großen Screen der Kamera ab und überhaupt nicht an der Oberseite. Okay, bei der XT5 schaue ich eigentlich auch nicht auf das Display, da die Wahlräder ja jederzeit ablesbar sind. Ich komme jetzt einfach mal zu meinem Fazit. Ich liebe meine XT5. Seit der XH3 habe ich immer wieder die 4er als Nachfolger geschielt, aber nur der Bildstabilisator war mir dann doch zu wenig für ein Upgrade. Mit der XT5 gab es endlich so viele Verbesserungen, unter anderem einen wahnsinnig guten Sensor, dass ich zu den ersten Bestellern gehörte und die Kamera am Erscheinungstag direkt zu mir geschickt wurde. Die XH2 ist ein großartiges Arbeitstier, hat aber nicht den Charme der XT-Serie. Das Schwenkdisplay ist ein klarer Bonuspunkt für alle Video-Creatoren und ich freue mich auf die vielen Arbeitsstunden mit dieser tollen Kamera. Trotzdem, für mich gilt immer noch Photography first und deswegen Fuji XT5, ich liebe dich. Hat dir das Video gefallen, dann lass ein Like da und abonniere den Kanal, damit du künftig keinen Content verpasst. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du mir deine Meinung zu den beiden Kameras in den Kommentaren verrätst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald.